Servus Leute und zurück zu einer neuen Folge Monster Hunter World. So, wir sollen eine neue Aufgabe annehmen und zwar müssen wir mit den Kommandanten reden. Und das werden wir doch jetzt gleich mal machen. Mal schauen, was der für eine Aufgabe für uns hat. Der müsste dort unten sein. So, da hinten ist er auch schon. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. Für was? In Ordnung, Jäger. Die Puka-Puka-Jagd kann beginnen. Ach du Scheiße. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Puka-Puka zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Wir werden Viel das Glück schaffen. und sei vorsichtig. Okay. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Hartner, du solltest besser mal bei mir Jetzt war ich vorbeischauen. doch gerade oben bei ihr. Jetzt muss ich schon wieder da hoch. Hey du. Na, jetzt bin ich falsch. Ich muss sie hoch. Ja, die ist oben. Schauen wir doch mal, was er zu erzählen hat. So. In Ordnung, Partner. Es wird Zeit, dass wir auf Puka-Puka-Jagd gehen. Wenn das erledigt ist, können die Gelehrten untersuchen, ob die Schlacke vom Zora Magdaros stammt. Jetzt mal ehrlich, von welchem Monster könnte sie sonst stammen? Ich bin zwar keine Gelehrte, aber glühendes Lavagestein. Hallo? Okay, neue Quest bekannt machen. Aufgaben. Dringen. Puka-Puka-Jagd. Weiß ich nicht. Machen wir das. Wollen wir es mal zu viert probieren? Komm, wir probieren es einfach mal. Ich weiß, wo das Puka Puka ist. Gutschein nutzen. Ja. Okay, probieren wir es einfach mal. Ob wir hier nicht, es nicht mit Multiplayer geht. Und wenn nicht, dann machen wir es halt alleine. Abreisebereit. Öffne den Abreisebildschirm. So, bereit zum Aufbruch. Ich hoffe, da kommt noch einer ein paar mit rein oder so. Das sieht nicht so aus.
Aber ich würde sagen, wir warten jetzt noch ein paar Sekündchen und dann brechen wir auf. Dann machen wir es halt alleine. Wenn wir es dann schaffen. So, 30 Sekunden noch, Leute, dann breche ich auf, wenn hier keiner mitkommt. Na, 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 kommt da noch jemand? Okay, egal, dann brechen wir jetzt auf. Okay. Probieren wir es mal alleine. Den Pukai Pukai. Ach du. Ich habe schon Angst. So, okay, wir schauen hier noch mal rein. So, wir nehmen das hier mit. Subluration statt eine Menge Ausdauer wieder her. Und ein Gegengift. Alles klar. So, was haben wir denn jetzt hier? Gegengift und Ration für Ausdauer. Sehr schön. So, das heißt, wir müssen wieder auf Spurensuche gehen. Kraut. Müssen wir erstmal schauen, wo das Vieh. Auf der Karte wird es uns ja normalerweise nicht angezeigt. Pukai. Aber die Zeit läuft halt schon, ist halt blöd. Sagen wir, gehen mal hier lang. Wie soll ich das Vieh hier finden? Das Bildmachgerät an und dann schauen wir mal. Wir könnten aber noch gleich mal die Waffe schärfen, oder? Die ist ja eh komplett scharf, oder? Okay. Sehen wir was auf der Karte? Hier sehen wir doch gar nichts, oder? Ne.
Das kann jetzt natürlich überall sein. Also Knochenhaufen, oder? Das wäre natürlich ärgerlich, wenn ich es jetzt nicht finden würde. Okay. Ah, da ist es doch, oder? Pukai, Pukai. Okay, da ist es schon. Ach du Scheiße, wir haben noch nie eine Chance gegen das Vieh. Ich wette mal. Was macht denn der da? Gesundheit. Nimm dann schnellstens ein Gegenmittel ein. Ah, okay. Ah, alles kapiert. Sehr schön. Trank und wir gehen den mal hinterher. Okay, Gegengift müssten wir eigentlich genug haben. So schlimm ist er eigentlich bis jetzt gar nicht. Ich bin gespannt, wie lange der Kampf dauern wird.
Okay, wir müssten eigentlich schon wieder bei ihm sein. Ja, da hinten ist er schon. Alter Schwede. Ich muss unbedingt mal wetzen. Ah, oh, da ist wieder einer. Oh, ich konnte nicht fertig machen. Wir nehmen gleich noch mal einen Trank. Oh. Okay, wir haben den Schwanz abgeschlagen. Das heißt, wir haben ihn ein bisschen hinter ihm halten jetzt. Ach.
Ah, da bin ich erwischt, der Hund. Und schon wieder. Eieiei. Eieiei. Oh! Dann kommen wir da am schnellsten hin. Wie soll ich denn da rüberkommen? Okay. Ich hoffe mal, dass er sich sofort hochgeheilt hat. So, wo ist er denn jetzt? Oh, finde ich den jetzt nicht. Na, da ist er.
Puh. Aber ich glaube, in der letzten Phase habe ich ihm richtig schön Damage gegeben. Ich glaube, zu lange kann es auch nicht mehr dauern. Ich hoffe es mal. Ach, hier ist Honig, das muss man mitnehmen. Okay. Ah, jetzt wollte ich gerade noch ausweichen. Normaler Trank. Runter, schon mal ein Gegengift nehmen. Eieiei. Glaube ich, hier mal wetzen. Was ist denn jetzt los? Steh auf! Puh, echt harte Kämpfe, ey, Wahnsinn. Kann er eigentlich nicht mehr haben. Oh, war bloß ein Schlag, geil. So, und jetzt kann ich dich looten, du Vieh.
Geil. Was der andere schon wieder? Großjagers. Aber der soll uns jetzt nicht interessieren, weil jetzt machen wir eh gleich die Fliege. Hui. Heftig. Quest erfüllt. So, okay, wir nehmen natürlich alles. Rückenbrechen, Kopfbrechen. Forschungsstufe wurde erhöht. Sehr schön. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Ausgezeichnete Arbeit mit dem Puka Puka. Ich wusste, dass ich die Aufgabe in die richtigen Hände gegeben habe. Nur um dich auf den Laufenden zu halten, wir sind dem Zora Magdaros jetzt dicht auf den Fersen. Aber wir müssen noch mehr herausfinden. Die Fünfte soll die Gelehrten während ihrer Nachforschungen beschützen. Ich übergebe dir die Führung in der Wildturmödnis. Die Quest beginnt, sobald du vor Ort bist. Dass du weißt, was du zu tun hast. Wir müssen jetzt die Gelehrten schützen. Gruppieren wir uns in der Wildturmödnis neu. Okay, was hat denn er zu erzählen? Beschäftigt mit der Jagd? Hast du dich daran gewöhnt, wie die Dinge hier laufen? Ja, klar. Wenn du unterwegs Probleme bekommst, halt er dich nicht zurück und schieß die Notleuchtzeichen ab. Ist praktisch Multiplayer dann. Andere Mitglieder des Feldteams können dir helfen, wenn sie es sehen. Bitte um Hilfe, wenn du sie brauchst. Und bitte... biete sie anderen an, wenn sie sie brauchen. Das macht dich zu einem besseren Jäger. Ja, alles klar. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt schon wieder einen Cut an der Stelle und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Hab mich sehr, sehr gefreut, dass du dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Dann verpasst du auch keine Folge mehr, geschweige denn von den anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.